Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Part haben wir die Kathedrale des Abgrunds mal ein bisschen erkundet und ja, sie ist jetzt nicht wirklich schwer, aber sie ist halt, ja, eklig. Habe ich jetzt auch nicht anders erwartet von der Kathedrale des Abgrunds. Das hört sich schon wirklich so nach Bloodborne an, so ekelhafte Viecher, die irgendwo alle aus Skeletten bestehen, was ja auch bei Bloodborne teilweise so der Fall war. Wir wollten durch eine Tür gehen, wo ich ja selber nicht mal weiß, ob hier ein Boss jetzt kommt. Deswegen benutze ich jetzt einfach mal gleich die Heimatknochen. Ich hoffe, ich mache das Richtige. Oh, Gott sei Dank, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Oh, danke schön. Wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet bei so einer großen Tür. Ja gut, was machen wir denn dann? Hier weiter könnten wir. Hier wäre noch eine gute Alternative. Da unten geht's. Da unten kann man ja auch noch hin. Ah, da wartet sogar noch so ein Vieh. Ja, lecker. So ein Wurmvieh. Ich finde es schade, dass die bei Bloodborne die ganzen Viecher keine Namen haben irgendwie. Das ist so. Okay, wo auch du herkommst. Sklavenachs. Ne, die haben wir ja schon. Die muss ich jetzt eigentlich nicht vorlesen. Die kennen wir ja nun schon. Ja, dann gehe ich jetzt hier einfach mal weiter. Ja, ihr habt wunderbar getroffen. Ihr seid richtig gut im Zielen. So, mein Freund. So. Ihr könnt einfach gar nichts. So, hier kann man jetzt auch runter, hier kann man noch hoch. Ach, da sind noch Gegenstände. Okay, gut, die holen wir jetzt natürlich. Oh, da ist noch ein anderer Gegner. Da ist irgendwas. Ich gehe da nicht ran. Da ist irgendwas. Da wartet, da lauert irgendwas. Ich zeig's mal gleich. Nein, ich will nicht springen. Ich habe jetzt keinen Bock hier rauf zu springen. Ah, da ist irgendwas. Ach, man kann da, glaube ich. Nee, ich sehe es gar nicht ein. Ja, du kannst es ja auch sehen. Pass auf. Da ist was. Ja, ich dachte, es wäre irgendwie so eine Art so ein Schleimvieh, was einen dann anspringt und was einen dann Lebensenergie aussaugt. So was wie in diesem Dämonenkeller da oder was da auch immer war. Okay, ihr seid. Oh, nicht so eine fette. Oh, nö. Ah, das sind Selbstmordviecher. Ja, genau. Spring durch die Luft. Komm, trink. Wie, jetzt ist leer? Hä? Das ist doch... Lol. Das Vieh hat mich verflucht. Ich kann kein Estus Flakon nehmen. Oh, oh. Oh, nein. Halt dein Maul. Oh, ein Glück, ey. Ich wäre jetzt sonst, glaube ich, gestorben. Ah, jetzt kann ich wieder. Die hat mich verflucht, die Alte. Okay, so einen Fluch hatte ich noch nie. Das war bisher noch gar kein Souls-Spiel, glaube ich. Okay, auch keine riesige Spinne. Und Totenjäger-Amulett, das kennen wir ja auch schon. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich benutze die Items eh nie. Brauche ich auch nicht. So, ich glaube, hier kommen wir jetzt weiter nach oben auf jeden Fall nicht mehr. Da müssen wir halt ein bisschen weiter runter gehen. Okay, was bist du für einer? Ach, die Viecher. Okay, ouch. Na, greifst du nochmal an? Nee, greift er nicht. Hast du gut gemacht. Ja. Gibt's noch was? Nö. Sieht da gar nicht ein. Gut, eine Fiole haben wir noch. Wenn jetzt da nicht bald mal ein Schnellfeuer, genau, ein Schnellfeuer, ein Leuchtfeuer kommt, dann bin ich am Arsch. Oh, du bist ja versteckt, Mensch. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Ey, nee, mein Herz. Wo kam das denn jetzt her? Von da oben oder? Oh, ist das assi, ey. Da mache ich noch Witze von wegen. Oh, du bist ja Die hinterlistigen Viecher. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ey. So, Seele eines namenlosen Ritters, juhu. Scheiße.
Ach, die Viecher bewerfen mit so einem Ding. Interessant. Und hier oben waren diese anderen Viecher, ne? Irgendwie. Ja. Na gut, die sind jetzt eigentlich schon tot. Hm. Bitte ein Leuchtfeuer. Eine Fiole. Ist nicht cool. Ich hab Angst hier. Hast du gut gemacht? Komm her. Autsch. Nee. Schnell trinken. Oh mein Gott, die sind ja doch stärker als ich dachte. Eieiei. Okay, ein Glück ist die. Oh, da hinten ist noch so ein Vieh. Oh nein, na kommt schon. Doch, wenn ich. Aber ich muss erstmal bis hier. Ja, doch, aber. So, komm. Naja, komm her. Okay, tot. Wow. Huh. Okay. Keine Fiole mehr und. Wenn die mich jetzt. Okay, jetzt können die mich ja ruhig mit so einem Ding. Oh nein, Selbstmordattentäter. Nein, 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 nein. Okay, gut. Diese Drecksviecher. Komm. Gib mir ein Leuchtfeuer. Ich hab Angst. 23.000, das ist viel zu viel. Ich könnte natürlich. Da ist auch noch eine Tür. Ich könnte natürlich auch ganz klug eigentlich sein und jetzt so ein Ding nehmen. So ein Knochen. Aber jetzt, wo ich schon so weit bin. Okay, alles oder nichts. Erstmal durch hier. Oh Gott. Kann ich auch. Einfach so eine Tür. Nee. Irgendwie nicht, ne? ich weiß nicht. Urks. Ja. Soll ich da jetzt? Da geht's eh nicht weiter. Vielleicht da hier irgendwie? Nee. Da geht's hundertprozentig nicht weiter. Den ganzen Weg zurücklaufen ist jetzt auch scheiße. Wisst ihr was? Komm. Wehe, du gehst zu. Ich warne dich, Tür. Geh nicht zu. Da ist ein komischer Schleim. Das ist niemals Boss. Niemals Leuchtfeuer. Mann! Also. So. Ich gehe mal hier kurz gucken. Was ist denn das für ein Vieh? Der ist ja mal gar nicht groß oder so. Ich glaube nicht, dass der gut ist, Schatz. Also es gab noch nie so große Viecher, die gut waren. Und das könnte echt ein Boss, obwohl Bosse lassen sich am Anfang noch nie so zeigen. Ah, hier muss es doch ein Leuchtfeuer geben. Nee, nee, nee. Leuchtfeuer leuchten am Anfang noch nicht. Ja, es könnte auch wie in Dark Souls 2 sein, dass es dann hinter einer verzauberten Wand ist. Der sieht böse aus. Duell-Amulett, das kenne ich noch nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt vorzulesen, weil. Oh, so ein Scheiß. Ich wollte gerade rollen, ne? Ich hau hier ab. Nee, das wird nichts, ey. Das wird nichts. Kommt das jetzt hinterher, das Vieh? Nee, sieht nicht so aus. Ich kann doch nicht jetzt hier. Die können doch nicht wirklich von mir verlangen, ohne Leuchtfeuer jetzt hier irgendwie. Ach man, ey.
Ich gehe dann mal zurück. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen dumm, weil. Ach, der wartet doch schon. Was hat mich denn da angespuckt? Da. Ich wurde kurzzeitig vergiftet. Ach, das ist die Statue da, die hat mich. Leute, die hat. Okay. Hi, Kumpel. Du bist der Hübsch. Oh. Ja, du auch. Ich mach mal kurz eure Einrichtung kaputt. Ist das in Ordnung? Ja. Physik. Ah, da ist ja noch einer. Boah, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Boah. Dieser Angriff. Die fallen auch so langsam um. Was ist denn los mit denen? Ja, hier, wenn man nicht hier hinstellt, dann kotzen die nicht. Hä? Egal. Der hat da hingekotzt gehabt. Bitte. Ja, hier ist noch ein Fahrstuhl. Ach so, sogar noch mit Stockwerken hier. Wunderschön. Alter, was ist das für ein Vieh? Wo ist denn da der Kopf überhaupt? Ich sehe den. Nee, hä? Also, da hinten geht es auf jeden Fall noch weiter, aber. Oh Gott! Hi! Ich gehe jetzt hier allgemein erstmal weg. Was hat er gemacht? Kann ich ihn anvisieren? Ach du Scheiße, der hat wirklich eine Lebensanzeige. Das ist ja nicht mehr normal. Ich hoffe mal, dieser Fahrstuhl ist kein Fake. Ich guck mal nach. Nee, ist er wirklich nicht. Aber ich glaube, der bringt mich einfach nur wirklich nach ganz. Ach, hier ist ein Schalter. Ich wollte gerade sagen, komm, kann ich hier nicht mehr zurückholen oder was? Mit 0 Fiolen, ne? 23.000, fast 24.000 Seelen. Und der Hälfte der Lebensanzeige. Vor allem, wenn ich sterbe, habe ich auch keine Glut mehr. Das ist auch scheiße. Da habe ich allgemein weniger Lebensenergie. Aber hier hinten ist ein Ausgang. Guckt mal. Hä? Guten Tag. Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Das ist quasi ein Hinterausgang. Hä? Das auch nicht? Okay. Das verwirrt mich jetzt hier gerade. Ist hier wieder eine Tür? Ja, hier ist eine Tür. Eieiei. Eieiei. Ach komm, die kann doch nicht schwerer sein, als sie davor, ey. Das Leuchtfeuer! Yes! Bitches! Hab's geschafft! Nein! Nein! Moment! Die Tür hier. Ist da ein Gegner? Nee, okay, gut. Wartet mal. Wisst ihr was? Das ist jetzt wirklich das Dümmste, wenn das stimmt, was ich jetzt vermute. Moment. Kathedrale ist Abgrund. So, ich porte mich nochmal dahin. Ich möchte mal gucken, ob das jetzt stimmt. Ey, wenn das wirklich stimmt, dann fühle ich mich leicht verarscht. Obwohl, wir haben dann, wenn es wirklich stimmt, was ich meine, denn ich glaube, wir hätten das Leuchtfeuer schon weitaus früher in der letzten Folge erreichen können. Ich bin der Meinung, ich weiß, wo wir sind. Aber ich habe ganz schwitzige Hände gerade irgendwie. Ja, das Spiel, ey, das setzt einen auch irgendwie unter Druck. Man muss überall gucken. Irgendwo ist immer irgendwas, was einen anspringt oder so. Ja, wenigstens haben wir jetzt wieder alle 9 Fiolen. Volle Lebensenergie, unsere ganzen Seelen. Jetzt kann es weitergehen eigentlich. Aber ich renne jetzt mal kurz durch. Auch wenn die Gegner. Ne, die Gegner gehen jetzt mal am Arsch vorbei. Okay, gut. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Guck mal, hier platt kommen. Okay, das war mein Hund. Keine Ahnung, was der wieder hat. Ich glaube, der hört die Hunde hier im Spiel. Oder der hört einfach irgendwas. Tag auch. Machst du aber schön. Ja. Hast du toll gemacht. Danke für die Seelen, Kumpel. Okay, jetzt stresst mein Hund extrem. Ach, da draußen ist ein Hund, den höre ich jetzt auch.
Was ist denn los mit dir? So, ihr erinnert euch in der letzten Folge, hier das Fenster mit der Leiche, mit der Seele, so schön. Hier die Tür, wo ich nicht aufmachen wollte. Pass mal auf, ich mach die auf. Und dahinter ist das Leuchtfeuer. Und was wetten wir? Ich wette um all mein Geld. Ja, seht ihr? Toll! Super! Ich wusste es! Hier ist einfach mal dieses scheiß Leuchtfeuer. Ey. Na egal. Wir haben es ja überlebt. Von daher ist es ja in Ordnung. Kann ich hier die Tür öffnen? Nee. Lässt sich natürlich von der Seite wiederum nicht öffnen. Da liegt ein Gegenstand. Da liegt ein Gegenstand. Eine Stachelpeitsche. Oh, das klingt gut. Das klingt nach viel Schaden. Stachelpeitsche. Eine Peitsche mit spitzen Stacheln, wer hätte es gedacht, die die Haut aufschlitzen und starke Blutungen verursachen. Die Kapelle der Läuterung nutzt solche Peitschen, um nach ihren Ritualen mit den entstandenen Tropfen und Pfützen aufzuwischen. Was? Okay. Fertigkeit Aufschlag. Ein linksseitiger Angriff, der den Gegnerschild umgeht. Ah, okay, cool. Der bewirkte Schmerz verringert kurzzeitig die Ausdauerregeneration. Tief in ihren Herzen tragen alle Menschen die Ketten der Knechtschaft. Okay, schön gesagt. Aber Peitschen sind in dem Spiel auch nicht so meins. Vor allem, das hat gerade mal 5 Schaden mehr. Okay, und Blutung. Ja, wow. Ist auch nicht so die Welt. Wir hatten aber, glaube ich, noch was Neues. Im letzten Part, glaube ich, schon. Und zwar diese Duell-Dinger. Duellmünzen. Duellamulett, genau. Werkzeug, das die Urteilsduellen, in Urteilsduellen genutzt wird. Macht Effekte spezieller Bereichseffekte kurzzeitig ungültig. Ah, nee, hä? Die Ritter von Allvater Lloyd lebten in, was? Furcht vor seinen Urteilsduellen, in denen die Richtsprüche durch sein Schwert des Gesetzes ausgefügt wurden. Okay, und was macht das jetzt? Deaktiviert vorübergehend Fähigkeiten bei Feindeskontakt. Aha. Das heißt, oh, Fähigkeiten? Na, das ist ja cool. Ah, und das hier blockiert die Estus-Regeneration. Das, was die Gegner benutzt haben. Ich folter meinen Hund noch danach. Hier was Neues ist jetzt nicht der Fall. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nee. Gut. Dann war es das ja hier schon. Ich kann erstmal Stühle kaputt machen. So, jetzt nicht zu sehen. Noch ein Gegenstand, auch nicht. Da kommen wir jetzt nicht durch. Ja gut. Es gibt jetzt auch ein paar Wege. Ich finde jetzt doof, dass das Leuchtfeuer hier ist, weil jetzt müssen wir oder so da durch, um nochmal die Gegenstände zu holen. Aber ich werde... Okay, in 13 Minuten ist mein Hund dran. Aber erstmal werde ich mein Seelengut verwenden. Ich hoffe, ich kann zweimal leveln. Aber mit 23.000 könnte es knapp werden. Ich glaube einmal und dann hätte ich, glaube ich, noch so 8.000 übrig. Aber ich will nicht mal 8.000 übrig haben. Dann benutze ich ein paar Seelen. Dann müsste es eigentlich gehen. Hoffentlich. So. 24.380. Yo, yo, ich weiß. Bla, bla, bla. Eins. Und sogar 9.000 übrig. Wow. Dann nehmen wir mal Vitalität. Ja, Stärke brauche ich gerade nicht. Stärke bin ich eigentlich ganz gut. Vitalität. So. Zack. Und dann nehme ich mal noch ein paar Seelen mit. Moment, das mache ich mal lieber hier. Ah, so viel habe ich gar nicht. Ich glaube, ich nehme mal... die ist sogar mehr wert. Ich mache die mal. 2000 nur? Ei. Okay. Aber ich glaube, das wird nicht knapp, weil ich habe ja noch zwei von denen hier. Die werde ich jetzt auch beide benutzen, sofort. So, zack. 2000. Na gut, 13.000. Boah, nee. Das kann doch nicht sein, ne? Wir kriegen das, glaube ich, nicht hin. Nee, wir kriegen keine 5000 irgendwas hin. Ich nutze sie trotzdem mal. Geh kurz kämpfen. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? 15.700. Okay, merke ich mir. Gehe ich nochmal kurz ein paar Gegner töten. Ja, Kapelle der Läuterung. Dann werde ich jetzt die Gegenstände sammeln von diesen komischen Wurmviechern. Und dann werde ich wieder zurückgehen. Dann habe ich auf jeden Fall die Seelen. Und dann, ja, machen wir mal richtig weiter. Das heißt, wir haben nichts mehr offen. Die große Tür ging nicht. Da bin ich jetzt lang gegangen. Ja. Dann haben wir alles erkundet bisher. Krass. Ist ja doch nicht so verwinkelt, wie ich dachte. Das sieht auf den ersten Blick immer so... Doch, nee, wir haben zwei Wege. Verdammt, den einen hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben einmal diese Gasse.
Und einmal den Weg, den ich jetzt machen will. Die Typen, da lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Oh, die Batterie ist fast leer. Ja gut, für den Part reicht's noch. Dann werde ich erstmal aufladen. Kann ich hier nicht schon abkürzen irgendwie? War das nicht so? Doch, klar kann ich abkürzen. Moment. Oh, shit. Okay, ging ja noch. Hier ist ja noch ein Weg. Und ich glaube, hier kann man abkürzen. Jo, hier kann man abkürzen. Gut. Das Kackvieh da sieht mich nicht mal. Jetzt hat's mich gesehen. Oh, scheiße. Schnell, renn hier. Fährt da. Der kommt sogar durch. Oh Gott. Oh, ei, 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 ei. Boah. Und eklig. Die pochieren sogar so, diese Würmer. Die wabern da rum. Ja, ich finde, wenn wir die Glut haben, sehen wir viel geiler aus. Alles so mit ein bisschen Glut halt dran, so ein bisschen Asche. Sieht schon echt gut aus. So, da hinten ist dieses komische Vieh. Hier ist auch noch so ein Typi. Ey, stirb doch mal. Ups, ja. Jetzt stirbst du. Oh Mann, warum leben die damit so ein bisschen Leben, ey? Ah, ätzend. So. Komm mal her, mein Freund. Hast du toll gemacht. Jetzt erwartet sich dein Tod. Oh, wir haben den Grabwächter-Rock bekommen. Oho. Ja. Das ist wie bei Bloodborne, dieser komische Blattrock, den man da haben kann. So, den lese ich jetzt mal vor, weil ich glaube, von denen haben wir noch nichts außer dieses komische, diese komischen Handwickel. Was sind jetzt diese, wo ist die denn jetzt? Hä? Ach, das sind da Hose, ne? Ja, Tatsache. Grabwächterrock. Ein verrotteter, zerfetzter Rock. Er zählt zur Ausstattung der Grabwächter, bla bla bla. Das kennen wir ja. Okay, das ist genau dasselbe. Ist auch genauso scheiße. Gut. Also die Rüstung ist echt nichts für uns. Wahrscheinlich ist es für Leute, die wirklich auf sehr geringem Standard spielen. Also so, ups, nicht so viel Gewicht haben wollen. Auf Magier spielen oder dafür mehr resistent haben wollen. Für die ist die Rüstung bestimmt ziemlich gut. Mann, die spawnen doch eh immer wieder neu. Warum mache ich die eigentlich tot? So, du ässiges Wurmvieh. Hier ist nichts mehr. Oh! Hier ist wirklich so ein Speerwurf-Typ. Tatsächlich. Ey, aber das ist doch unser Freund. Das ist unser Freund. Oh, Knochensplitter. Oh mein Gott. Das ist ja ein Traum hier, ey. Das ist der. Das ist der, tatsächlich. Weil, meine Frau hat gerade gefragt, oh, junger weißer Zweig, ich weiß immer noch nicht, was man damit machen soll. Meine Frau hat nämlich gerade gefragt, warum der mir hilft. Oder, ja doch. Hat der, wollte der gerade mich abschießen? Warte mal. Ach, der schießt da oben hin. Nee, der wirft mich echt nicht ab. Dann ist es derselbe Typ. Dieser Typ, den habe ich nämlich gesagt, dass er mich nicht abschießen soll, weil es gab schon mal so ein Gebiet mit Sperren. Und da wurde ich natürlich dann getötet, also fast. Und dann bin ich mal zu denen nach oben hingegangen. Und das war auch so ein großer Kerl. Das war ungefähr, der sah fast aus wie dieses Riesenvieh da unten. Nur halt in klein. Ein kleiner. Ist jetzt nicht klein gewesen, aber halt ein bisschen kleiner. Und den habe ich dann, mit denen habe ich geredet. Mit dem konnte man reden. Ich wollte ihn erst angreifen, weil ich dachte, okay, wer ist bestimmt ein schwerer Gegner. Und dann stand da, dass ich reden kann mit dem. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, mach das bitte nicht. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Und seitdem wirft du noch Gegner ab. Aber dass das so weitreichend ist, dass es sogar bis hier anhält, ist krass. Weil das ist schon Ewigkeiten her, finde ich. Also. Das ist cool, ja. Finde ich gut. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich umgekommen. Obwohl ich... Naja, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt.
So, wir haben jetzt 17.000, wir haben jetzt schon genug, aber wir wollen noch diese komische, diesen Schlitz da hinten noch machen. Moment, ja doch, nur hier geht's noch lang. Und wir haben Knochensplitter, das ist super. Ach ja, stimmt ja, das war ja dieses Vieh, wo man ja. Und weg mit dir. Giftbissring. Hä, habe ich den nicht schon? Okay, der kommt mir so bekannt vor. Den lese ich gleich mal vor, wenn das nötig ist. Nicht, dass da dann 2 steht, also dass ich eine 2 habe. Da muss ich ihn auch nicht mehr vorlesen. Ich guck mal nach. Ich weiß, gleich kriege ich wieder Blutung, ist mir egal. Ringe, 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 Ringe. Da. Ne, den haben wir echt noch nicht. Dann habe ich den in Dark Souls 2 gehabt, weil das ist genau der gleiche. Einer der Bissringe aus Karim erhöht die Giftresistenz. Die Herstellung dieser Ringe ist verboten, vielleicht aus Furcht vor formbaren Steinen. Kleriker frönen, aber dennoch dieser Kunst. Ja, das ist genauso wie beim Blutbissring. Wir haben echt wenig Ringe. Also ich hoffe mal, dass da noch so einiges. Ach ja, diese, ja, die Zweige, die habe ich ja schon gehabt, deswegen habe ich die nicht vorgelesen. Aber ich weiß trotzdem nicht, was die machen. Achso, Blut. Oh shit, Blutverlust. Ja. Zweige, die waren hier unten. Da junger weißer Zweig. Dieser Ast ist, einer weißen Birke ist das Geschenk eines Riesen. Offenbar als Zeichen der Freundschaft. Ach so! Das ist der Typ. Verwandelt dich in etwas, das mit der Umgebung verschmilzt. Stimmt, das habe ich schon mal benutzt. Das ist total behindert. Das bringt irgendwie gar nichts. Nee. Ich habe das schon mal benutzt, weil ich ein Eid beitreten wollte. Aber das hat dann nicht geklappt. Und seitdem habe ich es dann gelassen und. Die Dinger sind total sinnlos, aber ich wusste nicht, dass das von diesen Riesen da mit zusammenhängt. Finde ich cool. Ich hab. Genau. Einfach mal hier so, kriegst du einen Zweig. Weißt du nicht, was es heißt? Musst ins Menü gehen, um es zu lesen. Ja, jetzt haben wir alles erkundet. Ja, gut. Gehen wir mal zurück, leveln mal nochmal und dann muss ich den Part auch schon beenden, weil es ist schon wieder fast 30. Irgendwie habe ich diesen Part fast gar nichts geschafft. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe ja in dem Part hier das Leuchtfeuer gefunden. Ich habe gedacht, das wäre schon schnell oder so. Wir haben ja eigentlich ziemlich viel geschafft. Oh. So, dann muss ich doch zu diesen Riesen jetzt gehen. Juhu. Toll. Und mit denen kann ich nicht einfach mal so reden, wahrscheinlich. Wäre aber witzig. Hey, helf mir mal. Oh, okay, ich komme mit. So. Ja, ja, bla bla bla, komm. Gib mir Leben. Ich brauche Leben. So. Möge die Macht mit euch sein. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich werde mit denen hier mal lieber nicht reden. Ne, ich habe Angst, dass die irgendwie, dass der irgendwie diese Frau da tötet. Keine Ahnung. Ich traue diesem ganzen Spiel nicht. Ich guck mal nochmal, ob ich mein Schwert vielleicht aufrüsten kann jetzt noch auf die Schnelle. Blablabla. Nee, geht nicht. Ich brauche noch ein Titanit-Brocken. Ich brauche nicht mal mehr die großen Scherme, ich brauche schon die Brocken. Okay, gut. Das ist natürlich scheiße. Aber, naja, gut. Muss ich mit leben. Werden wir auf jeden Fall noch am Ende des Spielverlaufs wahrscheinlich häufig finden. Das war ja wie bei Bloodborne und wie bei Dark Souls 2 so. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Dark Souls 3. Bis dann und tschüss.